کار احمقانه نکن. وقتش که اومد نگران نباش، آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدم باهات هماهنگ میکنم. ولی آمدم. فقط کار احمقانه نکن. وقتش که اومد نگران نباش، آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدم باهات هماهنگ میکنم. جالبه. هی aufwachen. Was ist los? Glaubt, da ist jemand. Da! ولی آمدم. فقط کار احمقانه نکن. وقتش که اومد نگران نباش، آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدم باهات هماهنگ میکنم. کی هست؟ Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Jemand schießt. Ich glaube, die Schüsse kamen von da drüben.
مغانه نکن. وقتش که اومد. نگران نباش آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدم باهات هماهنگ میکنم. چی بود؟ Wie lange steht die Tür schon auf? Das Vögelchen. Er ist ohnmächtig. Ich bin über der Kommunikationszentrale. Charlie, leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt. Und die Verschlüsselung ist krass. Ich brauche mindestens 5 bis 10 Minuten, um rauszufinden, was sie da senden. Wir können nicht warten. Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber. Schon unterwegs. Brauch ein paar Minuten. Muss es schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. Was siehst du? Eine Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus L.A., wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Die haben mein Tablet vergessen. Hab keine Angst. Ich weiß, was du hier tust. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land. Bitte. Tut mir leid. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich habe ein Kind. 2 Jahre alt. Bitte. Ich wuchs in dem Glauben auf,
dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann. Glaubst du das? Ich schon. Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann. Du wirst die Welt verändern, indem du als Beispiel dienst. Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich. Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Gestern hat Shadid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Hinter! Ich bin okay. Briggs, ich brauche den Hubschrauber. Unmöglich. Landezone nicht sicher. Sam, es kommen noch mehr Raketen. Ich benutze den Haken. Sekunden, Beeilung, Sam. 3, 2, 1, ist eingegangen. Kopiere sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam. Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Charlie. Die anderen Teams. Sämtliche Lager waren fallen. Der Einzige, der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät, das du mitgebracht hast, was gefunden. Wir kennen den Anführer der Engineers. Das war schnell. Es war einfach. Zu einfach. Es wirkt fast so, als wollten die, dass wir herausfinden, wer es ist. Ein Zeichen von Selbstvertrauen, der will uns ärgern. Jetzt haben wir unser Ziel. Majid Sadiq. Ex-MI6-Agent. Deshalb wusste er, was alle tun würden nach Guam. Und wie es ihnen verkauft. Madam President. Schön, dass Sie noch leben, Mr. Fischer. Tut mir leid, was geschehen ist. Wir haben jetzt ein Ziel. Majid Sadiq. Der Mann befehligt die Engineers. Wir werden die Unterlagen in Ihr Büro schicken. Gute Arbeit. Enthalten Sie Hinweise auf Amerikas Konsum? Nicht direkt, nein. Aber ich habe die Daten aus Ihrem Büro. Ihre Mitarbeiter halten Dallas also für ein mögliches Anschlagsziel? Ja, und die Heimatschutzbehörde überwacht 5 andere Städte und ist überlastet. Wenn wir Dallas beschützen wollen, müssen wir Force Echelon dorthin schicken, um mögliche Angriffe abzuwehren. Könnten Sie die Stadt rechtzeitig erreichen? Das schaffen wir. Wir halten Sie auf.